Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, beziehungsweise es ist wieder Zeit für eine neue Challenge, denn der Casto kam letztens auf mich zu, hat gesagt, er möchte da eine Challenge machen mit Zwiebeln. Jetzt wollte er die Zwiebelbrille machen, ja, dass er sich eine Taucherbrille nimmt und schneidet da Zwiebelstückchen rein, setzt die sich auf und wir gucken, wer am längsten aushält. By the way, mittlerweile, Casto, mach es einfach. Mach es, guck, wie lange das aushältst. Jetzt, wo ich deinen Sauerkrautsaft gesehen habe und wo ich jetzt auch deine Zwiebel-Challenge gesehen habe, denke ich, das ist genau das, was du brauchst. Davon abgesehen habe ich gesagt, bevor er sowas macht, weil das ja vielleicht wieder, das kann gefährlich sein, da geht das Augenlicht kaputt und so, aber wenn das andere machen, dann kann man das ja auch machen, ist die Devise. Trotzdem habe ich gesagt, lass uns doch erstmal eine Zwiebel essen, ja? Weil viele sagen, ah, Zwiebeln sind zu scharf, Zwiebeln gar nicht mein Ding, also einfach mal, unabhängig davon, was wie wo, einfach mal eine rohe Zwiebel essen. Ich habe mir jetzt hier so ein Ding besorgt. Das sind jetzt hier diese Gemüsezwiebeln, hoffe ich. Ich weiß es nicht, ich habe nicht drauf geguckt. Ich habe die einfach reingepackt, weil die groß waren. Casto hat das auch gemacht. Was bei Casto bei rausgekommen ist, das blenden wir jetzt mal kurz hier ein. Mehr im Mund, diese Flüssigkeit von der Zwiebel fällt raus. Die zieht dir schön in die Nase hoch. Einfach ist was anderes. Wie ihr seht, hat Casto also sehr gelitten. Er hat es nicht geschafft, die ganze Zwiebel zu essen. Er hat es nicht geschafft, die Zwiebel auf Ex zu essen. Ja. Er hat es gar nicht geschafft, die Zwiebel zu essen. Sein Kollege, der Claude Oliver Rudolph, der hat die Zwiebel ganz gegessen. Auch wenn es gefühlt ewig gedauert hat, hat er sich dadurch gerungen und hat nicht aufgegeben. Dann kam natürlich Thomas, getriggert davon, dass Casto das nicht geschafft hat, hat er gesagt, ja, ich mach das jetzt auch mal. Hat das natürlich verpackt als, ich trinke einen Tee und was passt zum Tee gut dazu, ich esse eine Zwiebel. Jetzt könnte man auch wieder sagen, okay, Thomas hat die Zwiebel dann ganz gegessen, hat sich nichts anmerken lassen, hin und her, aber trotzdem war ja der Fakt, er hat immer wieder was getrunken, immer wieder was getrunken, immer wieder was getrunken. Trotzdem hat er die ganze Zwiebel gegessen, aber das ist ja nicht ganz fair, wenn man jetzt die einfach nur normal isst, zu einem, der immer wieder einen Schluck trinkt, gerade Tee und das dann das mildert vielleicht. Trotzdem möchte ich Thomas auch mal kurz hier einblenden, dass ihr das nochmal seht. Mmh. Diese leichte Schärfe. Natürlich dürfen wir auch nicht den Tee vergessen, ne? Wir wollen ja die Zwiebel zum Tee trinken, ne? Grüße übrigens gehen raus an Thomas an der Stelle, weil er vielleicht momentan keine Videos machen kann. Ich weiß nicht, wann das hier online kommt. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, mach das auch. So viele haben gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Respekt, brutal, hin und her. Andere haben gesagt, das ist kein Ding, das mache ich auch. Das kann ich, das mache ich jeden Tag sowieso. Leider kam von den Leuten noch nichts. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Deswegen habe ich mir gedacht, setzen wir uns jetzt auch mal her, nehmen uns hier so eine, es hieß ja eine faustdicke, ne? Eine faustdicke Gemüsezwiebel. Ich muss mal den Sack hier aufschneiden. Ich muss dann mal eine Zwiebel rausnehmen. Wir nehmen gleich die hier. Ist das faustdick? Das ist faustdick, oder? Jetzt müssen wir die leider noch schälen. Da fliegt jetzt alles hier rum, aber das ist ja jetzt irgendwie bio, oder? Und nicht schlimm, beziehungsweise wenn es nicht wegfliegt, würde ich das dann auch fein säuberlich hier noch entsorgen. Ansonsten versuche ich mal hier irgendwie ein bisschen was abzuschälen. Oh mein Gott, man muss ja eh hier den Bipfel abschneiden und nicht nur den Bipfel, auch noch den Bupfel. Den Bupfel schneidet man auch noch ab. Ansonsten hat die immer noch zu viel Schale. Guck mal, die sieht aus. Auf jeden Fall sieht sie wirklich aus wie ein Apfel. Ich will noch hier hinten noch dieses extrem braune, ledrige, was da gerade ist, noch entfernen. Und dann werde ich wahrscheinlich den Versuch vom Thomas, also wieder da, weil der Thomas hat es ja ganz gemacht,
Hat auch, glaube ich, eine bessere Zeit insgesamt, wenn man auf die Zeit guckt, gehabt als der Claude Oliver Rudolph. Hat wie gesagt dabei getrunken. Ich werde jetzt nichts trinken, ich habe auch nichts dabei. Habe mich jetzt extra hier an den Platz gesetzt, wo ich mit Hannes immer war. Das ist jetzt also meine Zwiebel. Die wollen wir jetzt einfach mal essen und mal gucken, wie lange wir das verbrauchen. Ob wir die ganz schaffen oder ob wir gleich tot umfallen. Ansonsten, Prost. Boah, es wird immer mehr. Es wird immer mehr am Mund. Die Dämpfe ziehen schön hoch in die Nase. Erhält. Ich muss jetzt schon die Brille abnehmen, denn ich merke jetzt, was Kästo gemeint hat. Dass diese Dämpfe aufsteigen. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Ich habe Tränen in den Augen. Ist auch ziemlich zerrig und zäh. Gleichzeitig ist es aber schön frisch und saftig, das muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, wir beißen uns da durch. Auch wenn ich es auf jeden Fall deutlich merke. Ich merke auch ganz deutlich, wie es die Zunge angreift und sich alles auf der Zunge ablegt. Das ist Schlucken, Alter. Es wird einfach dauerhaft immer nah im Mund, diese Flüssigkeit von der Zwiebel nicht raus. Sieht so schön in die Nase hoch. Einfach ist was anderes. Spaß! Sieht anders aus. Oh, erstmal eine Soße als Hilfsmittel, das haben wir uns gegönnt. Bin ich vermutlich in der Höhe. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, bei dem ein Schluck Tee bestimmt sehr angenehm wäre, für die Zunge vor allem.
Das nächste Problem ist, ich sehe nichts mehr. Also ich sehe total schlecht, es brennt aber total auch in den Augen gerade. Weil die Dämpfe aufsteigen. Oh mein Gott. Ich wollte versuchen, jetzt keine Nase mehr zu putzen, dass der ganze Schleim rausläuft. Ich weiß nicht, ob es überhaupt erlaubt ist, Nase zu putzen. Es geht ja nur darum, die Zwiebel zu essen. Ja. Den Rotz mit zu essen. Respekt an den Claude, Oliver. Ich glaube, der hat auch nichts getrunken. Respekt an den Rotz, den Schleim aus der Nase. Du kannst auch nicht atmen, du musst immer durch den Mund atmen, du kannst nicht durch die Nase atmen. Ich kann das nicht. Gerade.
Also ich habe wirklich das Gefühl, durch die Nase zu atmen ist deutlich angenehmer als bei dem Mund diese scharfe Luft, diese beißende, immer zu hin und her zu schieben. Dieses eine Stück ist noch übrig. Ich muss mir sagen, es ist viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Je mehr Zwiebel, desto mehr brennt die Zunge, sticht die Zunge, tut einfach weh. Nur einen Schluck trinken. Das wäre wie das Paradies, aber egal, wir hauen das letzte Stück auch noch weg. So. Das war die Zwiebel-Challenge. Mit einer faustgroßen Zwiebel. Gemüsezwiebel. Ohne zu trinken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das ja auch mal probieren. Ich rate davon ab. Lasst das einfach sein. Und wenn ihr dazu trinkt, dann ist es auch nicht dasselbe, glaube ich. Deswegen war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt muss ich noch in die Werkstatt. Der wird sich freuen. Ciao.